Slimer, willkommen bei Slime Rancher und einer herzlichsten neuen Folge. Ich freue mich richtig, weil wir ja mittlerweile schon sehr, sehr viel geschafft haben in den paar kurzen Folgen, seitdem das Update 040C draußen ist. Aber wir sind eigentlich fast in jeder Folge sehr, sehr, sehr viel auf der Suche nach Futter. Ja, nach Futter, weil unsere Gartenanlage, die produziert einfach viel zu wenig Futter, viel zu wenig. Deswegen werden wir schnell mal noch ein paar Slimes einsammeln und dann werden wir die nochmal reinballern. Von mir aus ist das Gehege rappelvoll. Wir können von mir aus auch 50 Slimes drin sitzen. Und, warte mal. Wir müssen gucken, ob die... Nein, es scheint so, als ob die Herzrüben nicht fertig sind. Gibt es da keine neuen? Doch, das gibt es, neue Herzrüben. Zwei Stück, das reicht uns. So, mehr brauchen wir nicht. Pink Slimes haben wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die Plots sammeln wir ein. Es ist am Anfang echt ein langer Weg, bis man da so eine kleine Basis sich aufgebaut hat und ja, nicht mehr immer in die Wildnis muss und den Slimes auf die Nerven gehen muss. Aber das kommt alles noch mit der Zeit. Da, guck mal. Da sind zum Beispiel... Da werden wir die Slimes lieber entsorgen. Bevor wir hier... Karotten, bitte nicht mir die Karotten weg. Also die essen mir echt die Karotten weg, ne? Die essen mir die Karotten weg. Das ist nicht normal, Freunde. Oh Mann, ey, wieso werden mir immer die Karotten weggegessen? Wieso? Wieso bitte? Eine kleine Pogo-Frucht liegt hier bei so einem dicken, fetten Baum. So. Weiter geht es. Wir müssen auf jeden Fall mal den Düsenantrieb mal irgendwie anmachen. Warte mal, wir können doch hierher. Fällt mir gerade ein. Da sind zwar sehr, sehr viele böse. Guck mal hier, vorne links, falls das einer noch nicht wusste, ist ein dicker, fetter Slime drin. Oh, hier ist hier auch nochmal so eine Schatzkapsel. Die sind überall anscheinend verteilt worden in der Welt, aber ich weiß nicht, wie man die aufmacht. Wenn ihr wisst, wie man diese Schatzkapsel aufmacht, schreibt es bitte in die Kommentare, ja? Bitte, ich bitte euch darum, weil ich weiß es nämlich nicht. Okay, krass, was ist das denn hier? Wartet mal. Verschwindet, verschwindet, verschwindet. Dann nehme ich lieber den mit. Gugokel. Ach, das ist doch einer. Ach, nee. Warte mal. Hier ist wieder eine Tür, die wir brauchen. Dann nehmen wir doch lieber die... Wow. Verschwinde doch mal. Ich will das schwer ihren Magen nicht aufnehmen. Was denn, wenn die mitnehmen? Können wir die mitnehmen? Können wir die mitnehmen? Wenn ihr wisst, ob man diese Slimes mitnehmen kann und züchten kann... Schreibt es bitte in die Kommentare. Vielleicht sind die ja irgendwie besonders, was die Produktivität angeht von den Plots. Aber scheint irgendwie nicht zu sein, ne? Oder? Nee. Ich finde, das sieht irgendwie nicht so freundlich aus. Aber wir könnten es eigentlich mal ausprobieren. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ach, hier ist wieder nichts. Das ist schade. Hier sind Erdbeeren. Oh Mann. Wir brauchen eigentlich Karotten. Wir brauchen Karotten. Weil ich will jetzt nicht die 5 Karotten wieder wegschmeißen, das wäre ein bisschen zu schade. Goldslimes haben wir bisher noch keine gesehen, was mich ein bisschen wundert. Weil ich kann mich erinnern, ich glaube, wo ich damals Slime Rancher angezockt hatte. Guck mal, da sind keine bösen Slimes, aber trotzdem machen die immer so Stress. Ah, Mann. Die Slimes in der Wildnis, die sind einfach alle nicht relaxed genug. Da haben die es natürlich bei uns in der Farm schon viel, viel besser. Viel, viel besser. Die kriegen Futter. Die müssen sich gar nichts Sorgen machen. Da sind zum Beispiel Karotten. Ja, nice. Sogar 4 Stück, ey. Weil unsere Gartenanlage, die ist irgendwie ein bisschen zu langsam. Die Steinhühnchen, den können wir nochmal natürlich warte mal, Moment. Steinhühnchen natürlich erstmal in den Stall hier rein. Da haben nämlich, glaube ich, gar keine. Guck mal, wie viele Hühnchen hier geworden sind. Nice. Herzrüben müssen wir anpflanzen. Dafür müssen wir einen Garten machen. Garten. Herzrüben. Zack. Nein. Stopp, Moment. Bewuchs entfernen. So. Ich habe jetzt das Falsche reingeschmissen. Ich habe hier die Pogefrucht reingeballert. Das wollte ich natürlich nicht. So, die Pogefrucht können wir hier reinballern. Nice. Und dann... können wir eine Herzrübe hier rein verschenken. Wer isst die zuerst? Wer isst die zuerst? Und? Zack! Bitte kacken. Die ballern direkt 2 raus, ne? Wenn die... Ich merke das, ne? Wenn die das essen, was die gerne mögen, dann sind die viel produktiver.
Das sind diese Slimes hier eigentlich total unproduktiv. Wenn man es so sieht, ne? Weil die essen alles gerne. Deswegen sind die eigentlich ziemlich schnell unnötig. Wir müssen so schnell wie möglich umbauen. Die Farm, damit wir schneller Geld schaffen können. Und nicht immer diese Geldsorgen haben, dass wir da nicht genug Kohle haben. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. So. Und wir müssen auch unsere Maschine verbessern. Das ist hier einmal. Tank Booster. 30 Einheiten, 350 können wir uns noch nicht leisten. Aber wenn wir die 20 Plots verkaufen, können wir uns das, glaube ich... Ja, dann können wir uns das leisten. Ich habe nämlich gerade geguckt auf das Geld, was ist 7? Mal, was war das überhaupt? 20 mal 7 sind ja 140. Tank Booster kaufen. Nice. Okay. Nice, nice, nice. Jetzt können wir schon mal ein bisschen mehr mitnehmen. Das ist ja schon mal auch vorteilhaft, ne? Das ist so wenig. Drei Stück, drei Läpsche. Nee, das ist ein bisschen wenig, Freunde. Drei Läpsche Plorts. Also, was macht ihr hier vorne, bitte? Bisschen schneller, bitte, wachsen. Vielen Dank. So, hier können wir nichts machen, weil das abgesperrt ist. Brauchen wir 10.000 fette Münzen. Die haben wir nicht. Was hier unten? Auch nur Wasser. Okay, sehr fies, dass man da runterfallen kann. Sehr gemein, sehr, sehr gemein. Besonders, wenn man irgendwie die ganzen Hände voll hat, dann ist es noch gemeiner. Weil dann verliert man alles. Aber das kennt ihr auch natürlich aus unzähligen Slime Rancher Folgen. Mittlerweile haben wir ja schon fast 90 gedreht. Und ich werde auf jeden Fall locker 100, weil es ist jetzt sehr, sehr viel neuer Stuff dazu gekommen, wo wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel drehen können. Und ich sehe gerade, wir müssen hier viel mehr Pink Slimes reinballern. Okay, die Karotten warten wir mal ab, bis die mal rauswachsen und laufen schnell mal kurz noch in die Wildnis und sammeln mal einfach 30 pinke Slimes ein. Ja, 30 pinke Slimes werden wir schnell finden. Die gibt es ja am meisten. Und die wehren sich auch nicht, wenn wir die einfach mitnehmen. Kommt mit, Slimes. Du auch, bitte. Ich dachte schon, hier versteckt sich aber. Ah nein, da versteckt sich ein kleines Pinkplot. Guckt euch das mal an, die kommen einfach aus jeder Ecke. So, 12 haben wir. Weiter geht es. Ein Küken nehmen wir mit. Sehr gerne sogar. Können wir den natürlich auch nochmal in den Stall geben. Hier sind immer meistens sehr, sehr viele Slimes und auch sehr, sehr viele Plots, weil das so eine versteckte Ecke hier ist. Hier rechnet niemand, dass hier irgendwas ist. Nice, 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 nice. Das ballert schön echt ordentlich. Die Katzenslimes wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Aber gut. Nehmen wir alles mit, was hier geht. Leer sind wir fast. Leer sag ich schon. Leer, nein, wir sind voll. Voll sind wir. Pink Slimes können wir nicht mehr viele mitnehmen, aber wir nehmen so viele wie möglich an Plots mit. Die hier rumliegen jedenfalls. Da ist noch eine Katze. Nice. Ey, was machst du denn hier? Nice. So, jetzt haben wir schon 30, 30 und die Katze bitte. Die Mietskatze und die Fette hier. Tam, 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 tam. Die sehen ein bisschen komisch aus, wenn die so dick sind, ehrlich gesagt. Die sind hier gar nicht mehr so... Boah, wie weit ist die denn geflogen? Wow. Das war ja... Das war heftig, Freunde. Die ist ja unfassbar... Boah, die ist wahnsinnig weit geflogen. So, Mietz, Mietz, kommt hier rein, bitte. Mietz, 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 Mietz. Ihr könnt bitte essen die pinken Plots. Einmal essen, bitte. Damit die auch zu dicken werden. So. Wer hat noch nicht? Die noch nicht. Ist da noch eine? Da sind sogar noch ein paar. Hier, die dicken. Die kleinen hier. Komm schon. Und du bitte? Nice. Okay, jetzt haben wir alle. Pinken Slimes hier rein. Dann die Karotten. Müssen wir. Und dann Küken wegbringen. Alter, wir haben echt alle Hände voll zu tun, ne? Wir haben alle Hände voll zu tun. Aber das ist schon echt eine Hilfe, wenn wir jetzt auf einmal 30 Sachen mitnehmen können. Das ist auf jeden Fall ordentlich. So. Wir nehmen mal so 10 Stück mit. Damit die auch mal was zu essen haben, sonst verhungern die ja. Aber erstmal Karotten einsammeln, bevor die irgendwie verrotten. Geht ja auch ziemlich zügig, wenn die da auf dem Boden liegen. Fütterungszeit. Fütterungszeit, ihr lieben Slimer. Lasst euch schmecken. Bitte nicht die Köpfe einschlagen. So. Die
kriegen auch noch was zu essen. Nice. Das läuft jetzt langsam. Ich habe langsam den Dreh raus, glaube ich, ne? Okay, hier haben die nichts Neues gemacht. Das ist nicht so schlimm. Okay, kein Problem. So, wir gucken mal, was wir noch an Futter besorgen können, ja? Futter müssen wir auch mal ein bisschen besorgen. Slimes haben wir eigentlich jetzt... Ja, Slimes haben wir genug, ne? Mann. Das ist immer so voll die Ernüchterung. Wir müssen mehr Gärten anlegen. Auf jeden Fall viel mehr Gärten. Ach, Mann. Weil sonst laufen wir uns ja echt dumm und dämlich mit dem Futter, ne? Das sind immer so lange Wege. Die machen auch irgendwann keinen Spaß, ne? Ey, Kollege, bleib mal chillig, ja? Bitte chill dein Leben. Dann geht's dir auch gut. So, das nehmen wir, sammeln wir natürlich gerne mit. Hühnchen? Sind hier oben Hühnchen? Nur Küken. Nur ein kleines Küken. Da unten auch noch. Die können gar nicht gegessen werden, weil die so klein sind. Das haben die, glaube ich... Okay, das Wasser können wir noch nicht mitnehmen. Das heißt, wir können auch keine Tarslimes verjagen, indem wir die mit Wasser bespritzen. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um die zu verjagen. Fällt mir auch nämlich so spontan ein. Nein, bitte nicht essen. Bitte nicht essen, Kollegis. So, die Pinkplots nehmen wir natürlich auch alle mit. Sehr gerne sogar. Karotten bitte. Oh, was nehmen wir denn mit? Ich würde ja schon gern Karotten mitnehmen, ne? Aber hier sind so viele Hühnchen. Weg mit dir. Wo ist das Hühnchen? Hühnchen, bleib... Ach, du bist hier oben, Hühnchen. Aber es ist ein anderes Hühnchen. Ach, nö. Du kannst mit. So, Pinkplots, die nehmen wir natürlich auch alle mit. Sehr gerne. Dankeschön. Haben wir irgendwas zu futtern mit? Nö, ne? Außer Fleisch haben wir nichts mit. Ach, Mann. Wir müssen mehr sammeln. Viel mehr sammeln. Ich hoffe, die Tarslimes. Wo, wie heißen die überhaupt? Komm, wir gucken mal. Der Teer. Nahrung, Slimes, Fleisch, Rancher. Der Teer. Der Teer. Ja, dann finde ich Tarslimes schon irgendwie ganz, ganz lustig. Der Teer. Das haben die ja ein bisschen schlecht übersetzt. Man kann doch nicht irgendwie Tarslimes der Teer nennen. Das hat doch nichts mit dem Teer zu tun. Dann denken die irgendwie, das ist ein Teerbelag oder sowas. Nein. Finde ich nicht gut gelöst. Der Teerslime. Nein. Das Läppsch. Nee. Machen wir nicht. Gefällt mir nicht. Das sollten die eigentlich ändern. Und ich als Slime Rancher-Profi hier, ne? Der schon so viele Slime Rancher-Folgen gedreht hat. Ich glaube, die sind mir übelst dankbar, dass ich schon so viele Leute auf das Spiel gebracht habe. Könnten wir ruhig mal ein paar Slime Rancher kurz rüberspringen lassen. Dann könnte ich die unter den Abonnenten verlosen, weil manche haben das Spiel ja nicht. Warte mal. So, die Küken müssen wir besorgen. So, dann die Hühnchen. Die Feldslimes. Die kommen hier rein. Und dann langsam müssen wir, glaube ich, mal ein paar Wände machen. Weil sonst flüchten die daraus. Wollen wir auch nicht, ne? Nee, wollen wir auch nicht. Sind da mal ein bisschen gewachsen, die Rüben. Die wachsen aber wenig Rüben. Das ist euer Ernst? Herzrüben? Die Rüben haben kein Herz, wenn die so langsam wachsen. Und ich die mit Gewalt aus dem Boden ziehen muss. Das ist nicht so schön. Ey, bleibt mal bitte drin. Wir sind anscheinend zu viele hier, ne? Futter, 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 Futter. Der da oben hängt, verpasst das Beste. Der verpasst einfach das Beste, Freunde. So. Tun Alpha alles raus. Den Rest sammeln wir gleich ein. Wenn das auf dem Boden liegt, ist nicht so schlimm. Die verschwinden, glaube ich, nicht so schnell. Und es geht ja auch jetzt schon viel, viel schneller als früher. Früher haben die das einfach alles die gleiche Geschwindigkeit. Das Einsammeln war gleich schnell. Das Reinschießen, das Rausschießen. Und es war immer gleich schnell. Jetzt haben die wenigstens gecheckt. Okay, das muss ein bisschen schneller werden. Warte mal, wir brauchen einen... Boah, guckt euch das mal an, die wollen flüchten. Ey, bleibt mal da drin, Kollege. Geht ja gar nicht, ey. So, wir müssen die hier so einsammeln, weil wir jetzt mal keinen Money haben. Für einen Plot-Einsammler. So, den Rest schnell wegbringen. Jetzt haben wir knapp 700.
glaube, da gönnen wir denen mal auf jeden Fall mal einen Plot, einen Sammler. 500. Alles andere, warte mal, Musikbox. Ach, das alles andere kostet mindestens 3, 4, 500. Können wir vergessen. Die ist leer? What the fuck? Nee. Krass. Ja, wir sind fertig für heute, Freunde. Und sehen uns. Morgen, ja? Ja, doch. Wir sehen uns morgen wieder bei Slime Rancher, Freunde. Bis dann.